Recht herzlich willkommen zur 203. Folge von City Skylines. Ja, oh, jetzt habe ich die Karte gedreht. Wollte ich nicht lieber mit den Pfeiltasten arbeiten. Und wir waren am Bahnhof und da lief es. Ja, wir müssen auch noch so einen Schwenken, ne? Wie war das hier mit R, ne? Dann kann man das besser sehen. Jetzt doch ein bisschen drehen vielleicht. Wir hatten ja hier die Schwierigkeit, dass hier Staus ohne Ende sind, die wir nicht loswerden können, ne? Jetzt kommt hier die Tram, ne? Ja. Und wir kriegen es irgendwie nicht hin, dass der Verkehrsfluss hier aktiviert wird. Da stellt sich dann die Frage, wie wir was machen müssen, damit das klappt. Also wir haben hier eine Sackgasse. Was ist das für ein Gebäude? Das ist eine Schule, okay. Und das, vielleicht sollten wir hier einen Durchgang, diese Schleife wegmachen und eine Straße hinbauen, die da wirklich lang geht, ne? Um diesen Verkehr hier vielleicht da wegzuziehen. Aber ob es das bringt, ist die nächste Frage, ne? Ist jetzt hier im Bus, ne? Wenn wir dann verlagern wir das hier hin. Ja, und das ist die Frage, ob das dann Sinn macht. Aber eine Einbahnstraße wäre ja nicht verkehrt, oder? Probieren geht über Studieren, oder wie war das? Machen wir diese mal von da nach da. Verlieren wir drei Häuser, ne? Machen wir aber. Dann könnten wir hier eigentlich updaten, ne? So, jetzt ist es auch ein Kreisverkehr geworden. Die kommen rein, die können da lang. Aber da kann keiner rausfahren. Das ist auch schon mal vorteilhaft. Jetzt ist die Frage, ob da einer reinfährt, ne? Das ist die nächste Frage. Zweispurig ist es jetzt schon mal. Ja. Das denn hier? Doch, ist auch eine Einbahnstraße. Also es kommen Autos hierher. Ist die Frage, wo sie herkommen. Okay, die biegen hier rein, fahren hier lang, entlasten wahrscheinlich diese Kreuzung etwas. Wie war es da mit Stoppstraße und so? Das wollten wir noch sehen. Da, ja. Ist ja eigentlich auch blöd. Was haben wir jetzt gemacht? Jetzt haben wir wieder was umgebaut, weil wir hier unten noch drin waren. Super Shit. Ja, vierspurig mit dem da, ne? Jetzt haben wir das wiederhergestellt. Und das ist noch die Buchenstraße. Die müssten wir vielleicht dann auch nochmal neu machen. Und das ist eine Einbahnstraße jetzt. Bus- und Taxispur. Ja. Kann man hier nirgendwo machen, ne? Ist die Frage, ob es besser wird oder schlechter. Also hier vorne läuft es ja sogar schon mal. Irgendwas ist besser geworden, auf jeden Fall. Ja. Hier ist jetzt der Bus nicht mehr angeschlossen, weil wir wahrscheinlich keine Straßenbahngleise mehr haben oder was. Ah, jetzt ist es aber weg. Ja, ist jetzt die Frage. Kann man so besser sehen, ja. Also die fahren jetzt da lang. Hier ist kein Stau. Auf dem kurzen Stück ist. Aber insgesamt gesehen läuft es jetzt, glaube ich, besser. Bis auf dem hier, wo jetzt da die Schwierigkeit ist, keine Ahnung. Der mit dem Wohnwagen, der kommt da jetzt an dem Bus nicht vorbei. Der Bus fährt jetzt ewig wartend da lang, oder was? Ach, das ist jetzt, da müssen die alle drehen, weil das eine Einbahnstraße ist, richtig? Ja, das bringt uns ja dann auch nicht weiter. Haben wir hier zur Einbahnstraße gemacht und da fahren die Busse und die drehen vor Ort und Stelle.
Nee, das bringt uns schon mal gar nichts. Machen wir hier. Ne, die nicht. Normale Straße mit Bäumen daraus, oder? Damit die Busse nicht drehen müssen, sonst. Ha? So sieht schicker aus, oder? So, jetzt fahren die auch alle weiter. Die Bushaltestelle ist natürlich super schlecht da. Kann man die verschieben? Ich glaube, jetzt ist sie da, ne? Jetzt können die Leute da einsteigen. Und die Autos kommen vielleicht nebenher, kann das sein? Naja, auch nur vielleicht, weil jetzt gerade zwei Busse da stehen, ne? Ja, der überholt jetzt nicht, ne? Läuft, oder? So, jetzt. Was macht der Kamera hier? Oh, Hammer, oder? So, die müssen alle einsteigen. Autos fahren nebenher, das ist gut. Wieso kommen hier, tauchen hier immer Autos auf? Kommen die hinweg? Hä? Versteht keiner. Warum tauchen hier Autos auf? Hier fehlt es jetzt an... Ach Gott. Ja. Da war mal eine Straßenbahnlinie auch noch mit drin, ne? Mhm. Straßenbahnlinie... Ja, funktioniert ja nur diese Straße dann, ne? Ja, geht nur so, ne? Versteht jetzt keiner so wirklich. Ach nee, das ist dann ohne Fahrspur. Nee, das wollen wir ja nicht. Dann müssen wir hier doch diese nehmen. So, jetzt geht das auch wieder mit der Straßenbahn wohl. Jetzt zeigt er mir hier zwar gerade an, dass da kein Bus, aber das hat er auch wieder repariert. So, jetzt müssen wir gucken. Ja, die Leute sind natürlich hier ohne Ende unterwegs. Straßenbahn kann jetzt auch fahren. Das zweite Gleis endet hier, weil dann hier Einbahnstraße ist. Also der Stau ist definitiv jetzt hier weg. Die Wohltatstraße das gebracht hat, ist jetzt die nächste Frage. Da sind die Laternen ausgegangen, ne? Strom alle oder Witztag? Es wird wohl Tag. Ja, die Sonne kommt. Ah, da war wieder gerade so ein Symbol, dass die nicht angeschlossen sind. Ist schon eigenartig, ne? Okay, auf jeden Fall ist jetzt hier der Verkehrsstau weg. Aber wahrscheinlich verlagert. Der ist jetzt hier irgendwo. Na cool. Wie ist denn hier die Verkehrsregelung? Okay. Ich fahre aber flüssig rüber. Liegt es hier dran an einem Engpass? Nicht wirklich, oder? Da ist eine große Brücke, zweispurig. Oder sogar vierspurig, die dann minimiert wird. Ja, zweispurig. Kriegt man das hin, vierspurig das zu bauen? Aufwerten. Sind wir drinne.
Können aber nichts aufwerten. Ist eine Autobahn oder was? Doch keine Autobahn, oder doch? Schwierig. Gucken. Kann man das gucken? Ist die gute Frage. Ja, von zweispurig auf einspurig ist hier definitiv das Problem, ne? Warum kann ich hier nicht verbessern? Orts ist bereits belegt. Okay, da sind Ein- und Ausfahrten, ist klar. Aha, weil hier die Abfahrt das Problem dann sein wird, wahrscheinlich. Aber da ja gerade keiner runterfährt, ne? Machen wir die mal gerade weg. So, zack. 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 Und dann gucken wir, dass wir so jetzt hinkriegen, die Straße. Jetzt geht das auch. Und dann machen wir wieder eine Autobahnabfahrt dahin. Jetzt brauchen wir aber keine Aufwertung, sondern eine Abfahrt, ne? Okay, das hat nicht funktioniert. Wieder abreißen. So, jetzt hat es funktioniert. Jetzt ist es besser geworden. Vielleicht. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall zweispurig bis unten zur Auffahrt, ne? Aber dann ändert sich auch nichts. Sieht es hier mit dem Verkehrsfluss aus? Da ist jetzt eine Ampel, die uns auf gar keinen Fall weiterhilft. Das möchte ich jetzt aushaben und ich möchte nur da an der Kreuzung etwas einstellen. So läuft's, oder? Abknickende Vorfahrt. Ich bin sogar vorgelassen. Hier, der ist cool, ne? Mit Wohnwagen. Ist ja irgendwann gepatcht, ne? Ja, sieht so aus, als ob es jetzt laufen könnte, ne? Stau ist da auch weg. Gucken wir jetzt wieder hier. Ja, das wird ja jetzt immer weniger rot. Ja, es müsste sich auf Dauer auflösen hier. Was haben wir da noch, ne? Staugeschichte. Können wir das hier auf der Kreuzung ändern? Okay. Machen wir so, dann haben die Vorfahrt. Dann wird der Fluss besser, weil beide anderen Seiten sind ja nicht staugefährdet. Vielleicht wird es dann auch besser. Irgendwann auf Dauer wird es gehen. So, jetzt stehen sie gerade wieder auf der Brücke. Aber auch nicht. Das ist so ganz gut, sag ich mal. So, da ist auch schon Sabbat, ne? Okay, schauen wir weiter. Wie sieht's hier aus am Bahnhof? Am Bahnhof sieht's gut aus. Hier ist zwar ein bisschen Rückstau, aber ich glaube, da können wir gerade mit leben. Oder wir gucken mal gerade noch hier in unserer Kreuzungsgeschichte rein. Ich tippe mal drauf, wenn wir dann eine
Dingens machen, Stoppstraße machen, sollte der Verkehrsfluss besser sein. Es liegt aber definitiv hier an den, ja, wie soll man sagen, Fußgängern, die da so viele sind, ne? Weil die U-Bahn, guckt euch das mal an, da unten runter. Das Verkehrsaufkommen ist Wahnsinn. Wir brauchen aber auch noch mal einen Wohnraum und neues Commercial Zentrum. Ja, das ist halt hier ein Knotenpunkt zum Bahnhof, ne? Wie sieht's auf dem Bahnhof aus? Man, da sind auch zig Leute. Die steigen ein, steigen aus. Laufen hier raus und dann wahrscheinlich da raus. Und laufen rüber zur... Ja, die meisten wahrscheinlich hier noch, zur Tram... zur U-Bahn. Wo hält denn die Straßenbahn an? Gar nicht mehr. Ja, das gestaltet sich dann etwas kompliziert mit Straßenbahn, ne? Hier ist überhaupt kein Haltpunkt für die Straßenbahn eingeplant. Ja, das ist auch die U-Bahn, das ist die Straßenbahn wohl, ne, oder? Straßenbahn, Haltestellen. Ah, da ist eine Haltebahn. Haltestelle für die Straßenbahn, sehr interessant. Kann man den ein bisschen nach hier ziehen? Ja. Halte ich für sinnig, den dahin zu machen. Und vielleicht hier noch einen hinzufügen, ne? Linie zum Hinzufügen, eine Haltestelle ziehen. Macht er nicht. Dann lassen wir das. Jetzt wäre noch schön, da oben kommt jetzt einer. Gucken wir mal an, wie viel da ein- und aussteigen. Ich glaube nix, ne? Ah, das war jetzt falsch. So, das sind 15 Passagiere gerade drin. Okay. Gibt's noch mehr Trams? Ich weiß gar nicht, hier ist sie gar nicht mehr. Da kommt sie her, okay. Ja, da muss man nochmal genau hinterher gucken, ne? Mit der Straßenbahn. Da fährt eine. Vielleicht müssen wir mehr fahren, könnte auch sein. Jetzt wäre die Frage, welche Linie ist das? Die ist es. 13 Haltestellen mit 2 Fahrzeugen, 66 Passagiere. So wie man sieht, gibt es auch bessere Möglichkeiten. Ne? Ja gut, okay, da würde ich aber sagen, kümmern wir uns in der nächsten Folge dann nochmal weiter drum, wie wir da weitermachen mit dem Verkehrsaufkommen hier. Das müssen wir dann mal schauen, machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.